Der weltberühmte Abenteurer Mason James bereitet sich auf seine nächste Mission vor, um das Rätsel zu lösen, das ihm zum letzten Schatz führt. Okay, Mason James, vielleicht hilft uns dieser Hinweis der geheimnisvollen Box ja weiter. Der Schatz aus der Stille, in der Nähe von Japans höchstem Gipfel und ältestem Sakura. Dieser Hinweis klingt irgendwie anders. Ja, weil das ein Haiku ist, ein typisches japanisches Gedicht. Oh, cool. Der Schatz aus der Stille, in der Nähe von Japans höchstem Gipfel und ältestem Sakura. Japan, höchster Gipfel? Na klar, das ist der Berg Fuji. Auf geht's! Der Berg Fuji besteht aus drei Vulkanen, die übereinander liegen. Boah, guck dir das mal an! Sieht aus, als wäre man mitten in Japans berühmtem Kirschblütenfest gelandet. Ja, genau. Im Hinweis hieß es ältester Sakura. Auf Japanisch heißen Kirschblüten-Sakura. Das ist so unglaublich! Aber wie soll ich unter all diesen vielen Bäumen den Ältesten finden? Wie gut, dass dir die geheimnisvolle Box diesen Mazda 3 Turbo mit ordentlich Wumms gegeben hat. So kannst du blitzschnell zwischen den Bäumen durchrasen. Ja, ab geht's, ihr Reifen! Festhalten und losdüsen! Hier ist nichts. Hier auch nichts. Echt wunderschön, aber leider kein Schatz. Also muss der Berg ein Hinweis sein. Mason James, bitte komm, Mason James. Empfange dich laut und deutlich, Schwesterherz. Ich brauche dich und den schnellen Mazda 3, und zwar sofort. Ein Vulkan ist kurz davor auszubrechen. Oh nein, bin schon auf dem Weg. Wenn wir eine Sache gelernt haben, dann, dass das wirkliche Abenteuer anfängt, wenn wir anderen in Not helfen. Ja, will ich mir das nur ein oder bringe uns diese Mission immer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort? Ich bin am Start. Wie kann ich helfen? Du musst dich beeilen. Überall auf dem Vulkan stecken Wissenschaftler und Vulkanologen fest. Dann lege ich besser den Turbo ein. Hilfe, Hilfe! Ja, ich habe einen der Wissenschaftler gefunden. Ich bringe ihn jetzt zum Hubschrauberlandeplatz. Ich bin am Landeplatz. Nichts wie weg hier. Wir müssen noch mehr Wissenschaftler retten. Wozu hat mir die geheimnisvolle Box schließlich ein schnelles Auto gegeben? Wow. Hilfe! Hab noch jemanden gefunden. Aber jetzt wird's echt heiß hier. Mason James, guck mal. Da steckt ein Forscher auf dem Gipfel des Vulkans fest. Wie können wir den bloß rechtzeitig retten? Ich hab eine Idee, aber es muss alles genau passen. Hey, Sie da oben! Benutzen Sie das Sicherheitskabel zum Abseilen! Du schaffst es nie rechtzeitig zurück zum Hubschrauber, Mason James. Dieses Ding fliegt gleich in die Luft. Ich muss es versuchen. Beeil dich, Mason James! Bereit zum Abseilen? Jetzt oder nie? Los! Ich hab ihn! Mason James, holt alles aus seinem Mazda 3 raus und rast den Vulkan hinunter. Woohoo! Wir haben es geschafft! Wow! Was für eine Mission! Die Wissenschaftler meinen, wir hätten uns nach der ganzen Aufregung eine Pause am Jindai-Sakura-Baum verdient. Das ist der älteste Kirschblütenbaum in Japan. Wow! Dieser Sakura ist echt der Hammer! Wow! Hey, im Hinweis stand doch Schatz aus der Stille. Guck mal, da ist er! Ich musste einfach nur mal die Klappe halten, um diesen Schatz zu finden. Alle konnten dem Vulkan unversehrt entkommen und wir haben den Schatz. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was der Schatz uns sagen will. Eine Glühbirne, ein Kreis und ein japanischer Kampfstab? Die Karte von Florida war ein Rätsel. Vielleicht ist das hier auch eins. Versuchen wir's. Lichtkreis? Kreislicht? Licht am Stock? Stocklicht? Wir könnten ihn oben auf den Kreis drauflegen. Versuchen wir es mal. Oh, das ist es. Das ist ein Rätsel. Ein durchgestrichenes Licht heißt kein Licht. Wir müssen das Licht ausschalten. Wow, das ist es. Das ist der geheime Ort. Es ist Cape Canaveral, wo die Raketen ins Weltall starten. Genial. Und guck mal, die geheimnisvolle Box öffnet sich.
Wow, warte! Da ist eine Uhr drin und der Countdown läuft. Wir müssen nach Cape Canaveral in Florida. Und zwar schnell.